Ey Siri, sag meiner Kaffeemaschine, sie soll Kaffee kochen. Ich habe leider nichts Passendes gefunden. Ey Siri, mach mal Fenster auf, hier ist echt irgendwie schlechte Luft. Es ist anscheinend nichts angeschlossen. Siri, sind hier irgendwo smarte Geräte in dieser Wohnung? Okay, ich habe das hier gefunden. Eine Sushi-Bar. Hi, ich bin Florian Prokop und heute geht es um das Internet of Things. Für viele ist das Internet of Things ja noch so eine Zukunftsvision. Was das überhaupt bedeutet? Haushaltsgeräte sind untereinander und mit dem Internet verbunden. So einen kleinen Anfang Richtung Smart Home besitze ich sogar schon selber. So ein Roboter, also ein Staubsaugerroboter, um genau zu sein. Und das ist schon sehr praktisch, aber ich sage euch, besonders smart ist mein Staubsauger nicht. Die Türschwellen zum Beispiel kann er alleine nicht überqueren. Inzwischen gibt es Staubsaugerroboter, die mit dem Internet verbunden sind. Und die zeichnen ziemlich genaue Karten der Wohnung auf. Und dann können die zum Beispiel auf die Ladestation zurückfahren, wenn der Akku leer ist und später genau an dem Punkt weitermachen, an dem sie aufgehört haben zu saugen. Die Hersteller von diesen Staubsaugern lecken sich natürlich die Finger ab nach diesen Karten von der Wohnung und den Daten. So lassen sich nämlich noch bessere Services anbieten und die Daten können an Google, Amazon und Co. verkauft werden. Im Moment kommen ja Assistentensysteme total in Mode. Und als nächstes, was ist im Smart Home alles möglich? Das weiß Marco Maas. Er ist gerade umgezogen und seine komplette Wohnung ist mit super vielen Geräten vernetzt. Das Problem ist, wenn man von einem alten Stand Technologie auf einen neuen Stand Technologie umsteigt und irgendwie was Neues dazu kauft und vielleicht das anders zusammensteckt, als man es beim ersten Mal gemacht hat, hat man sehr viel Spaß damit, diese ganzen Geräte miteinander zu verheiraten, kompatibel zu machen, abzudaten und so. Also alleine, dass die Beleuchtung in allen Räumen mit alten und neuen Lampen so funktionierte, wie ich das gerne hätte, war ich bestimmt irgendwie mit, was weiß ich, einem Abend in der Woche bestimmt über 2 Monate beschäftigt, dass es wirklich so lief, wie es laufen sollte. Also ich habe jetzt inzwischen, müssten das deutlich über 130, wahrscheinlich eher 150 Geräte sein, vom kleinen Schalter über die Glühbirne, über eine smarte Bettunterlage bis hin zu dem Großgerät, was ich jetzt als erstes Großes habe, nämlich eine smarte Waschmaschine, die mir eine Push-Notification schicken kann, wenn sie fertig ist, sodass ich dann dran denke und auf meinem Handy sehe, ich muss die Tür noch aufmachen. Und die Waschmaschine kann theoretisch auch twittern. Das ist so eines der nächsten Projekte, die ich mal starten will, wo meine Wohnung dann in ihrem Eigenleben anfängt zu kommunizieren, wo dann also das Schloss sagt, XY ist reingekommen und die Waschmaschine sagt dann, ist sehr gut, ich habe jetzt hier gerade die Wäsche fertig oder das Licht, warte, zieh mal das Licht an und ich habe die Heizung auf so und so viel Grad gedreht und das dann so den Tag über verteilen, sodass am Tag vielleicht, was weiß ich, 100, 200, 300 Nachrichten kommen von Geräten, sodass man also sieht, dass ein Zuhause auch ein Eigenleben führt in gewisser Weise. Und eben auch deutlich machen soll, wie viele Daten tatsächlich überall anliegen und wo alles Punkte sind, an denen Daten abfallen. Ich habe bei mir alleine inzwischen zu Hause, ich glaube, 9 verschiedene Router für die verschiedenen Gerätekategorien, die ich teilweise nur miteinander zum Sprechen kriege, wenn ich irgendeinen dritten Service, der übers Internet funktioniert. Stellt euch mal vor, morgens klingelt der Wecker, automatisch geht dann im Bad die Heizung an, damit es nicht so saukalt ist. Und wenn ich dann dusche, geht in der Küche bereits die Kaffeemaschine an, weil das System nämlich intelligent ist und gelernt hat, ich dusche immer ziemlich genau 12 Minuten und brauche dann 20 Minuten später unbedingt in der Küche meinen Kaffee. Dafür müssen natürlich auch erstmal eine Menge Daten gesammelt werden. Es braucht Temperaturfühler, Zeitmesser, akustische Sensoren, Kameras und. Ein großes Fragezeichen bei der Sache, wie immer, die massive Produktion von Daten, die dann in der Cloud gespeichert werden. Das bringt natürlich dann das Risiko des Verkaufs oder sogar des Diebstahls der persönlichen Daten mit sich. Praktischer wäre es vielleicht, die Daten lokal auf dem Gerät statt auf irgendwelchen Firmenservern zu speichern. Es gibt beispielsweise eine Babyüberwachungskamera mit Internetanschluss. Das ist schon praktisch, man kann einfach auf dem Handy nachschauen, ob das Baby schläft. Allerdings hat diese Kamera massive Sicherheitslücken. Angreifende können relativ leicht auf die Bilder zugreifen und so wird das Babyphone schnell ein Spion im Kinderzimmer. Oder stellt euch mal vor, es gibt da diesen vernetzten Teddy. Ihr könnt mit ihm sprechen und was ihr sagt, wird dann zum Beispiel an eure Eltern geschickt. Die können dann über eine App auf dem Handy antworten und auch Sprachnachrichten aufnehmen. Klingt cool? Letztens sind allerdings mehr als 2 Millionen dieser Sprachnachrichten ungeschützt im Netz aufgetaucht. Jeder konnte die Nachrichten runterladen und anhören. Und die Herstellerfirma hat die betroffenen Familien nicht mal informiert. Das Problem bei smarten Geräten ist oft, es ist echt schwer, sie zu kontrollieren und es ist auch nicht unbedingt klar, wer sie kontrolliert. Sammelt der Hersteller heimlich Daten oder kann sich bald jemand vielleicht heimlich in dein smartes Haus einhacken und dein Leben völlig auf den Kopf stellen?
Also es sind sehr viele und ich habe in dem Experiment, was jetzt ja seit, ich glaube seit 2014 ungefähr oder eher, ich glaube sogar 2013 schon läuft, die Voraussetzung war, ich nehme Geräte, die man so im Laden kaufen kann und die ich so eingerichtet habe, exakt wie der Hersteller das will. Also immer mit der Cloud-Unterstützung und immer mit dem Account bei dem Anbieter und immer mit der App und so weiter. Das heißt, ich blase meine Daten gerade raus wie nichts Gutes. Hat den Hintergrund, dass wir auf der anderen Seite einen Rechner gebaut haben, der den ganzen Traffic, der zwischen den einzelnen Geräten rein und raus geht, immer monitort, sodass ich also mitkriege, jedes Mal, wenn ich Alexa anspreche, dass dann irgendein kleines Datenpaket dann hin und her geht oder dass mein Heizungsthermostat ein Update macht oder was auch immer. All diese Sachen kriege ich mit, damit wir jetzt journalistisch mal überprüfen können, wie viel Daten fließen da eigentlich und eine Ahnung kriegen können, welche Art von Datenerhebung in Zukunft von uns dann irgendwie möglich ist und vielleicht auch Herstellern auf die Finger schlagen können und sagen können, hey, warum zum Beispiel mein alter Heizungsthermostat, warum muss jeder Heizungsthermostat von jedem Heizkörper einmal in der Sekunde ein Signal an einen US-Cloud-Anbieter schicken, wo dann die Daten gespeichert werden? Und Ich glaube nämlich, dass journalistisch das Thema Internet der Dinge und die smarten Geräte, die auf uns zukommen, ein großes Problem darstellen, auch weil viele Journalisten überhaupt noch nicht selbst erlebt haben, was es bedeutet, in dieser Umwelt zu leben. Denn wir lesen immer von dem intelligenten Kühlschrank, der seine Milch neu bestellt, dass da aber ganz entscheidende Einschnitte in Sachen Privatsphäre und teilweise auch was das Zwischenmenschliche angeht, eigentlich das Thema sind. Das ist noch überhaupt nicht wirklich groß angekommen. Denn ich kann zum Beispiel bei meiner Freundin überprüfen, wann ist sie aus dem Bett gegangen, weil wir so eine smarte Bettunterlage haben. Ich kann nachvollziehen, wann der letzte ins Haus gegangen ist, ob jemand ins Haus reingeht und so. Und was das Ganze im Vertrauen in einer Beziehung macht und wie obsessiv ich jetzt ihr hinterher stalke oder umgekehrt. Das ist eine Sache, da müssen wir gesellschaftlich irgendwie eine Lösung für finden. Und vielleicht ist die Lösung, dass wir diese Daten gar nicht so sehen oder verarbeiten dürfen oder unter bestimmten Bedingungen. Also ich habe da noch keine fertigen Antworten. Ich kann jetzt aber schon deutlich mehr Fragen stellen als, wie schnell kann denn dieser Kühlschrank die Milch bestellen? Also wir leben gerade in einer extrem spannenden Zeit, was die Datenschutzgrundverordnung angeht, die gerade gekommen ist. Also DSGVO oder GDPR sind die Abkürzungen, die man hier wissen muss. Und in Kürze gesagt heißt es, dass jeder Hersteller, der von mir Daten speichern will oder jeder Service, mir erzählen muss, zu welchem Zweck er die speichert und er muss mir auch die Möglichkeit geben, diese Daten wieder zu löschen. Damit sind wir relativ einmalig auf der Welt in Europa und mit dem großen europäischen Markt auf einem Weg, der so noch nicht absehbar war. Und es ist total spannend zu gucken, was jetzt mit den großen, vornehmlich US- oder chinesisch-japanischen Herstellern passiert. Alle, die in Deutschland einen Markt haben wollen, werden sich in irgendeiner Art und Weise an diese neue Regelung halten müssen. Wir haben die Chance, dass sich dort etwas etabliert, mit dem wir auch als datenbedenkliche Nation umgehen können, ohne auf die Innovation zu verzichten. Smart Home? Ja, gerne. Aber gerne auch so, dass ich selber entscheide, was mit meinen Daten passiert. Oder ist euch das vielleicht egal? Schreibt es mir in die Kommentare. Und ist hier irgendwo ein geiles Gerät in der Wohnung? Alles für einen Opener. Geht's dir gut?